Herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Go Video auf Martin spielt. Niantic hat nicht nur die neue Companion App für die Apple Watch vorgestellt, sondern auch ein offizielles Release-Datum für Pokémon Go Plus bekannt gegeben. Wer nicht weiß, was Pokémon Go Plus ist, ist in diesem Video genau richtig, denn ich werde es hier einmal vorstellen und auch ein bisschen den Vergleich zwischen dem Armband und der Companion App auf Apple Watch ziehen. Wer die Details zu Pokémon Go auf der Apple Watch ganz genau haben möchte, sollte sich natürlich das entsprechende Video anschauen. Da erkläre ich das. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung oder einfach hier im Video aufs Bild klicken. Ansonsten werde ich mich in diesem Video eher auf Pokémon Go Plus konzentrieren und eben die Vergleiche ziehen. Pokémon Go Plus ist ein Armband, ungefähr von der Größe einer Uhr, einer Armbanduhr, und funktioniert zusammen mit der Pokémon Go App auf eurem Handy. Es ist dabei kompatibel mit iPhone und Android, iPhone höher als 5, also 5C, 5S, SE, 6 und so weiter und natürlich auch das neue 7er. Und bei Android sind es alle Android-Versionen ab 4.4, außerdem muss das Handy mindestens 2 GB RAM haben. Die Verbindung zum iPhone oder zum Android-Smartphone funktioniert dabei über Bluetooth Version 4 oder höher. Die Idee von Pokémon Go Plus ist dabei, dass ihr viele Aktionen über das Armband ausführen könnt oder zumindest benachrichtigt werdet und dafür eben nicht immer das Handy offen haben müsst und Pokémon Go laufen, was einerseits natürlich Batterie kostet und manchmal auch gar nicht so praktisch ist, wenn man die ganze Zeit da drauf guckt. Der Text auf der offiziellen Seite verspricht dabei, dass man Pokémon ja erstmal benachrichtigt wird, also das leuchtet halt auf, das Pokémon Go Armband, wenn ein Pokémon in der Nähe ist. Außerdem leuchtet es und vibriert es auch, wenn man an einem Pokéstop vorbeikommt. Wenn man nah genug an einem Pokémon ist, kann man dann auf den Knopf drücken und dann wirft das Armband selber einen Pokéball. Man muss dafür nicht die App aufmachen. Dabei können nur Pokémon gefangen werden, die man schon im Pokédex hat, also mindestens einmal gefangen hat. Unbekannte und neue Pokémon können von dem Armband nicht eingefangen werden. Mit einer weiteren Vibration und einem Aufleuchten kann das Armband dann mitteilen, ob es erfolgreich das Pokémon gefangen hat oder ob es eben schiefgegangen ist. Auf der australischen Seite habe ich dazu noch weitere Informationen ausgegraben, und zwar, was eigentlich schon so ein bisschen aus der anderen Beschreibung hervorgeht, aber da nicht ganz genau bestätigt wurde, dass man auch Items von Pokéstops einsammeln kann. Was sehr praktisch ist, ist, dass die App nicht im Vordergrund auf dem Handy offen sein muss. Es ist nicht so, dass man, wie man sonst manchmal macht, um Eier auszubrüten, ja die App einfach offen hat, aber den Batteriesparmodus anhat, damit der Bildschirm ausgeht und ihn so in die Hosentasche steckt. Das muss nicht sein. Das kann durchaus im Hintergrund auf dem Handy laufen, was vor allem eine Menge Batterie spart. Eine der ganz großen Probleme von Pokémon Go. Einige Einschränkungen gibt es allerdings, die auf der australischen Seite auch extra benannt werden. So können zum Beispiel nicht Pokémon, die durch Rauch angelockt werden, mit diesem Pokémon Go Plus Armband ja, überhaupt angezeigt werden. Es ist nicht nur, dass man die nicht fangen kann, sondern das vibriert da gar nicht für. Es steht nicht dabei, wie es sich mit Dockmodulen verhält. Ich würde, so wie es jetzt da steht, davon ausgehen, dass es auch für Pokémon, die von Dockmodulen angelockt werden, nicht funktioniert. Also vorsichtshalber. Kann natürlich sein, dass es anders ist, aber das wird leider nicht genau beschrieben. Ein viel größeres Manko ist allerdings, dass die Distanz, die man zurücklegt, also die Kilometer, die werden nicht erfasst vom Pokémon Go Plus Armband. Dafür muss wie gehabt einfach die App offen sein und im Vordergrund. Das wäre für mich einer der Hauptgründe gewesen, zu überlegen, ob ich mir so ein Armband zulege, wenn man halt dann die App auch mal und das ganze Handy einfach mal in die Hosentasche stecken kann beim Fahrradfahren oder wenn man halt einfach in der Stadt unterwegs ist und mit dem Armband trotzdem Eier ausbrüten kann. Das wäre wirklich sehr, sehr gut, aber das geht leider nicht. Ist ja nicht mal nur so, dass es Batterie kostet, das Handy wird auch warm und irgendwie ist es auch blöd, die dann dafür immer offen zu haben. Wenn das jetzt damit funktioniert hätte, ist glaube ich, wäre ein guter Grund gewesen, sich das zu holen. Und das ist für mich auch der größte Unterschied zwischen der Pokémon Companion App und dem Pokémon Go Plus Armband, dass eben nicht die Entfernung gemessen wird. Auf der Apple Watch passiert das, da hat es auch noch ein bisschen diesen Fitnessaspekt, wo dann Kalorien gezählt werden und so ein Quark, das ist mir relativ wurscht. Aber ich will meine Eier ausbrüten und das geht mit der Apple Watch und nicht mit dem Pokémon Go Plus Armband. Das Armband hat dafür den Vorteil, dass man Pokémon fangen kann. Allerdings mit so vielen Einschränkungen, dass ich auch nicht sicher bin, wie sinnvoll das für mich ist. Also man kann ja auf den Knopf drücken und dann wird automatisch ein Pokéball geworfen. Man sieht nicht, welches Pokémon das ist. Man sieht nicht, wie stark das ist. Ich glaube, ich gehe mal davon aus, im Moment, weil es nicht irgendwo auch anders beschrieben wird, dass man das ein bisschen konfigurieren kann, dass man sagt, so ab so und so viel P oder ab einem roten Ring einen anderen Ball werfen, dass es immer den normalen Ball wirft, was natürlich auch die Chance beinhaltet, dass das Pokémon entkommt. So.
Man weiß ja auch nicht mal, wie das aussieht mit der Fangchance. Das kann man ein bisschen selber beeinflussen, wenn man das Pokémon so fängt, dass man wartet, dass der Kreis klein wird, dass man einen Curveball wirft und alle solche Geschichten. Wie macht das die Pokémon Go, das Plus-Armband? Keine Ahnung. Also auch da bin ich jetzt nicht ganz überzeugt. Und das Letzte ist, dass man natürlich, ja, dann auch keine Himbeeren und sowas benutzen kann, um gerade bei seltenen Pokémon dann nochmal Einfluss zu nehmen, dass die halt nicht abhauen. All das ist sehr so oberflächlich gelöst beim Armband, dass ich da mich dann oft unwohl fühlen würde, einfach nur auf den Knopf zu drücken. Bei den Pokéstops hingegen gibt es keinen Unterschied oder keinen signifikanten zwischen der App und dem Pokémon Go Plus Armband. Beides kann das aktivieren. Gut, auf der Apple Watch hat man noch den kleinen Vorteil, dass man genau sieht, welche Items man bekommt. Aber ansonsten, das finde ich auch bei dem Armband gut gelöst. Was ich eben zum Eier ausbrüten gesagt habe, gilt natürlich auch für das Buddy- und Kumpel-Pokémon-Feature. Auch da wird dann nicht die Entfernung gemessen mit dem Pokémon Go Plus Armband, also hilft es auch nicht da, um dann die Bonbons zu bekommen. Das wäre wieder was gewesen, was extrem, ja, das hätte das extrem sinnvoll gemacht, aber auch hier hilft es nicht weiter. Im Großen und Ganzen ist es aber eigentlich ganz gut, dass es erst jetzt so spät rausgekommen ist. Das sollte ja eigentlich schon im Juli kommen. Jetzt kommt es am 16. September, also nächste Woche. Und man hat jetzt den direkten Vergleich zu der Apple Watch, also für die Leute, die eine Apple Watch haben und dann sozusagen die Auswahl haben. Wenn es den Leuten so geht wie mir, ich habe keine Apple Watch, ich lege mir jetzt auch nicht direkt eine zu, aber ich sage mal, die Einschränkungen, die das Pokémon Go Plus Armband hat, macht es auch nicht so für mich attraktiv, dass ich mir unbedingt eins holen möchte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Habt ihr die Wahl zwischen der Apple Watch App und dem Pokémon Go Plus Armband? Was würdet ihr dann davon nehmen? Oder wenn ihr das beides nicht habt, zieht ihr vielleicht in Betracht, euch entweder eine Smartwatch zu holen, ich denke mal für Android kommt das auch, oder das Pokémon Go Plus Armband. Ist das für euch soweit interessant oder sind die Nachteile dann doch zu groß? Sobald Pokémon Go Plus veröffentlicht ist, werde ich dann euch nochmal ein paar Erfahrungsberichte zeigen, entweder von Leuten aus der Kommentarsektion hier, die dann ihre Erfahrungen posten oder aus anderen Videos. Vielleicht hole ich mir das selber oder gucke mir es zumindest bei jemandem an, der es hat und vielleicht werde ich ja noch umgestimmt. Das werde ich dann sehen, sobald es draußen ist. Damit ihr dann keins der Videos verpasst, wenn es soweit ist, abonniert doch am besten und schaut regelmäßig entweder meine Let's Plays oder in die Tipps und Tricks Playlist. Euch noch viel Erfolg in Pokémon Go und bis dann. Ciao!